Hallo mein Lieben, herzlich willkommen zu Outlast, Folge 10 müsste es mittlerweile sein. Und ja, bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Kleinigkeit loswerden. Seit der letzten Folge haben mich zwei, drei Leute angeschrieben und gemeint, dass ich in der letzten Folge zu schnell durchgerusht bin. Also das Ganze zu schnell abgewickelt habe, mich nicht mitreißen lassen habe von der Atmosphäre, von der Story und so weiter und so fort. Das tut mir natürlich wirklich sehr, sehr leid. Ich werde versuchen, das Ganze ein bisschen, mehr auf Story einzugehen, mir die ganzen Notizen auch ordentlicher durchlesen vor allem. Und wie gesagt, das mache ich jetzt nicht nur euretwegen, sondern auch damit ich euch mehr vom Spiel zeigen kann. Denn darum geht es beim Let's Play und wir gucken einfach mal. Ich denke, das kriegen wir hin zusammen. Und ansonsten einfach wieder Feedback reindonnern. Wir müssen jetzt hier den guten alten Priester finden. Es war verdammt duster, soweit ich mitbekommen habe. So. Zwei Leute hatten bemängelt, dass sich die Kamera... Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Dass ich die Kamera nur dafür benutze, um Tag und also um Zell zu machen. Und nicht für Notizen und so weiter und so fort. Daher lesen wir das Ganze nochmal durch. Also es gab wirklich ein paar Dinge, die ich übersprungen habe, wie zum Beispiel diese kleinen Notizen, wenn wir halt mit der Kamera auf irgendwelche Ereignisse zoomen oder beziehungsweise drauf gehen, dann erscheinen halt solche Notizen. Der eine oder andere wird es im Let's Play schon gesehen haben. Und die gehe ich jetzt nochmal durch, um euch einfach das ganze Spiel noch vollständig zu zeigen, was noch fehlt. Und ich lese euch das natürlich auch vor. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Okay. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Water Rider gesehen. Okay. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Water Rider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Und Lügen? Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra CIA denken. MKUltra? Ich weiß nicht genau. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Okay, das wären die Notizen, die ich euch vorenthalten habe. Nur kurz mein Sound hier ein bisschen leiser machen, sonst kann ich mich gleich schon in die Hose. Gut, wir können nur... Nein, geh nicht kaputt. Oh, jetzt haben wir auch noch so eine verdammte kaputte Kamera. Oh, okay. Follow the blood? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das kennen wir doch. Ich blick gerade, wo das hier ist. Ich glaube, wir wollen ja auf jeden Fall schon. Kommen wir hier durch. Wir sind wahrscheinlich darüber. Scheiße. Ja, sicher. Ich glaube, du bist mir nicht freundlich gesinnt, oder? Only one way out. Only one way. Nur ein Weg draußen. Was? Ach, der ist gar nicht böse? Okay. Oh, wir kommen hoffentlich runter, ja. Gut. Okay, müssen wir... okay. Ja, ich glaube, wir mussten sogar hier hin. Also ich glaube, wir konnten da gar nicht drüber springen gerade. Und wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Sehr gut. Nee, ach komm. Mach mal dazu.
Ich überlege gerade, ob das meine Schritte sind. Er hat mich gesehen, er hat mich! Du dreckiger Banause. Fuck. Jetzt aber fix. Ich glaube, das soll auch der Wall Rider sein. Wo zur Hölle sollen wir hin? Ich weiß es nicht. Ah, fuck, jetzt hat er mich erwischt, der Dreckige, ey. Scheiße. Ah. Mal gut, dass hier gerade ein Speicherpunkt war. Da hinten war der gut jetzt, ne? Genau. Hier läuft wirklich Tür für Tür ab jetzt, ne? Sei nicht, der hat uns schon gefunden. Er hat uns schon gefunden, der Drecksack. Ich ging so gerade irgendwo hoch. Fuck. Scheiße. Wo ging es denn da gerade hoch? Da war gerade so ein Schacht. Ich hab's doch gesehen. Okay, ich habe aber eine andere Idee. Trick 17. Er hat mich schon gesehen, der Drecksack. Scheiße. Gucken, wo er rauskommt. Ich stelle mich ganz kurz hier. In der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Verdammt nochmal. Er hat uns gesehen. Nein, hier sind wir definitiv falsch. Ich kann nicht vorbei, Mann. Da hat uns eine Schelle mitgegeben, wir sind tot, ey. Also die erste Tür rechts ist es nicht. Na, fuck. Die Tür geht nach hier auf. Das heißt, wir können uns theoretisch hier verstecken und dann da rumlaufen, oder? Probieren wir es, oder? Komm in die Pflanze rein. Okay. Wir probieren es einfach. Also. An der Flur ist so eng, wir kommen in den dicken nicht vorbei. Und ich vermute mal, dass ganz stark, dass es der Wall Rider ist. Geh mal von aus. Er kommt. Ich kann ihn hören. Okay, das war scheiße. Wir haben es doch gesehen. Die alte Grinsebacke. Komm, erzähl dir nicht. Wo ist die letzte? Scheiße, der hat uns gesehen, ey. Wenn ich wäre, wirklich doof. Ja, er hat uns gesehen. Komm, lass mich raus. War das rechts? Hier war das auch nicht. Was soll das sein? Fuck, Drecksack. Au, da ist irgendwas rausgerissen. Ich weiß nicht was. Oh, fuck. Gut, dann noch eine Idee von mir. Die ich gerade so habe. Und zwar hier rein. Ach, guck mal, da sind sogar Bluttropfen, die uns hätten sagen können. Kraxel guckt wieder auf gar nichts, wie man sieht. Dann ducken wir uns mal. Die Frage ist, sollen wir warten, bis er... Durch die Tür wird er nicht gehen, oder? Achso, da war er. Also ob der weiterläuft oder nicht. Also ob der komplett durchläuft. Aber da geht es ja nicht weiter, ne? Also dementsprechend denke ich nicht, dass er da weiterläuft.
Wir gucken einfach mal ganz kurz und beobachten, wo er jetzt langläuft. Das Ganze mal ein bisschen strategisch anzugehen und nicht wieder so wild drauf losgerannt. Okay, ich glaube, jetzt geht weiter. Der ist nach rechts gegangen. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Komm, dreh um. Ach nee, nicht nach rechts. Geh doch nach links, Mann. Fuck. Okay. So strategische Vorgehensweise hat uns zum Ziel, ans Ziel gebracht. Was bist du für einer? Ich hoffe, er ist tot. Oh fuck, ich glaube, ja, ich denke, er ist tot. Schubsen wir ihn mal runter. Ich will trotzdem wissen, was da links ist. War das jetzt? Hier. Also wo wir da hinkommen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Schickes. Man weiß es nicht. Das Nackte. Habt ihr die wieder hoch? Ganz kurz, Billys Träume. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt. Boah, an meiner eigenen Spucke verschluckt hier. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wild Rider töten. Die von einem Dämonen namens Horexi ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen des Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Merkurs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal mit Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Smiley. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Okay. Weiter geht's. Unsere Kamera lässt wieder vorsorglich ein bisschen aus, weil wir wissen jetzt hier, wo es lang geht, ne? Hallo? Gut. Rennen kann man hier drin übrigens nicht. So, und jetzt müssen wir hier lang. Ihr könnt euch erinnern, das ist das Ding aus dem Anfang. Also dieser Raum. Dieser Anfangsraum, wo irgendwas lang gelaufen ist. Die Batterie ist sehr gut. Nehmen wir mit. Haben wir schon 7 Stück angesammelt. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch eine Akte. Sehr gut. Herr Lohner und Doktor Medizin...
Dr. Matt Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellgeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache in Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Die Unterschrift ist unleserlich. Boah, ey, diese Musik, ne? Wow, hier wollte etwas rein. Hier kommen wir nicht durch. Okay, das. Ein Stuhl versperrt uns den Weg. Das ist ein Hindernis, wo wir nicht durchkommen. Oh. Was ist alle Priester? Gut, er kommt. Das ist super. Oh, Scheiße. Gut, wo lang? Scheiße. Ich hab schon mal wieder Versteck. Okay, hier kommen wir nicht. Da ist ein Exit. Super. Und hier haben wir versteckt, das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich glaube, wir können hier nur hoch. Warte mal, war da eine Batterie? Da ist eine Batterie. Nehmen wir natürlich mit. Ich will nicht wissen, was uns da oben erwartet, ey. Fuck. Eine Lampe. Lampe sind super. Sonst irgendwas hier? Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier dran vorbei. Nee. Hä? Okay, ich habe gesagt, dass wir da so ans Eck vorbeischleichen können. Also an diesen, ja, diese Stufe oder was das war. Aber anscheinend nicht. Also hier einfach nur. Oh, geht nicht. Also. Ach, das muss gehen. Das ist zu offensichtlich oder spinne ich einfach nur. Ach, okay, so. Okay, einmal hoch. Kommst du nicht rüber, Mann? Hm. Also ich drücke springen und ich drücke hoch und alles, aber er will nicht. Ich drücke jetzt einmal nach rechts weiter. Nee. Geht natürlich nicht. Keine Chance. So runterspringen? Auch nie, ne? Ach ja. Also, wir müssen hier irgendwas machen. Das geht gar nicht anders. Gut, wir kommen gar nicht mehr hoch oder runter. Muss so ganz kurz in die Einstellung gucken, ob wir da was finden. Steuerung. Hocke benutzen, rennen, links lehnen, hineinzoomen, hinauszoomen. Springen, Leertaste. Ja, und der Rest ist ja relativ logisch. Ist das ein Bug? Also ich komme hier weder hoch noch runter. Mit Spring nicht, mit WASD, mit Q, mit E. Ach. Hm. Bin ich doof. Bin ich doof. Hm. Wir probieren es nochmal. Ich habe da so eine kleine Idee. Oder komme ich hier hoch? Warte mal, lass mal ganz kurz was gucken. Ne, ich glaube nicht.
Jetzt auf einmal. Okay, wir kommen zumindest weiter. Das ist sehr gut. Musik ist auch mal ganz angenehm. Im Gegensatz zu vorher. Okay, kann springen. Sieh an. Nichts machen, also dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Komm ich irgendwo hoch? Ach guck mal, hier geht's rein. Ich wollte gerade sagen, steht da einer? Scheiße. Ein Kreis, ja sicher. Priester hat gerade noch gespielt, so wie es aussieht. Hier ist auf jeden Fall Blut, das heißt, ich denke, wir sind richtig. Ich würde mich hier gerne ein bisschen sicher hinstellen, um das anzugucken. Oh, das Blut. Super. Spontane Blutung klingt auch mal super. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. What the fuck? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. Meine Heimat, damals. Es ist unmöglich zu verstehen, was wir empfunden haben. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage and English words are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed proximity to death. To overwhelming madness. Ich will gar nicht so viel zwischenquatschen. Also, nicht wundern, wenn ich gerade so still bin. Was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay, die haben anscheinend ein Tor geöffnet, ein Tor zu einer, ja, anderen Dimension sozusagen. Geht die Aufführung weiter? Ich wollte die andere. Wer ist das denn zugegangen? Schon der hier. Ja. Da sitzt einer drin. Super. Super. Blut ist immer gut. Heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, hier liegt was. Eine Batterie? Sehr gut. Sehr gut. Fuck!
Da liegt ein Schlüssel. Wie komme ich jetzt hoch? Dahin. Okay. Finde ich gut, dass oben links steht, wie viel wir mit der Kamera schon aufgenommen haben. Also mittlerweile schon eine Dreiviertelstunde. Wie? Puh. Okay. Und hier ist der Schlüssel. Warum ist jetzt auf einmal die Tür auf? Ja, warum die Tür auf ist, klären wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Konnte das Ding irgendwie abstellen? Egal. Wir machen die Tür zu. Ciao Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.